Wie viele Mentos? Hallo und herzlich willkommen zu einer ultimativ heftigen Special Challenge. Auf eBay Kleinanzeigen gibt es ja bekanntlich die geilsten Gebrauchtwagen und deswegen pimpen wir heute unsere Karren so richtig. Hanna mit einem ultimativen Dreirad am Start, hier ein Bobbycar und ich habe natürlich das große Glück, einen Kinderwagen zu haben, den ich selber zusammenbauen muss. Und das Ganze wäre natürlich nicht halb so spannend, wenn wir nicht gegeneinander antreten müssten und eine Jury hätten. Anniko! Ihr könnt euch auf jeden Fall gefasst machen, dass ich niemanden verschonen werde, also strengt euch an. Echt jetzt? Ja, ja gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, so easy peasy hier alles. Tschüss. Okay, wir haben insgesamt 30 Minuten Zeit, um unsere Autos hier fertig zu bauen, was für einen Autobauer eigentlich schon reichlich Zeit ist. Wir haben hier drei Kisten, hier haben wir einmal die Fahrer, dann haben wir Treibstoff und Bastelzeug. Auf die Plätze, fertig. Los! Okay, direkt geht's erstmal los mit Fettschreiben. Ah, nein, 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 stopp! Jetzt reicht es! Ich fange erstmal an mit der Fahrerin, hier für mein, für mein Gefährt passend. Jetzt geh mal hier aus meinem Way, okay? Ich brauche erstmal ein bisschen Place. Es gibt übrigens hier sowas zum Sprühen, falls ihr... Geil, ich schleim mir die mal ganz gut. Nee. Farbe rot, oder? Ich bin noch nicht fertig. Welche Farbe ist das? Mal kurz testen. Oh, nice. Gab's hier nicht noch so Tape oder sowas? Tape. Alter, bist du mich verarschen? Als faires Gutmachung nehme ich dann noch deinen Treibstoff so. Dann mache ich es jetzt richtig. Muss das wirklich cool aussehen oder kann das auch peinlich aussehen? Ach, das soll super aussehen. Das muss cool aussehen, Hanna. Mhm. Ja, ich habe es geschafft. Das Grundgerüst steht. Oh shit, ich stecke gar nichts. Mal was Neues. Wie viele Mentos? Es geht gleich los, das wusste ich nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich brauche eine neue Cola, da war noch neue Cola. Ich habe es gesehen. Jetzt habe ich's. Ich bin gleich an dem Punkt, wo ihr vor 15 Minuten wart. Noch 20 Minuten. Oh Gott. Okay, Freunde, jetzt ist mein Wagen zum ersten Mal offiziell fertig. Das heißt, jetzt kann ich anfangen, ihn zu pimpen. Okay, also wie ihr seht, habe ich hier oben meine erste Antriebswelle angebaut. Warum erzählst du uns das? Ha! Ja! Das ist echt ziemlich. Danke sicher. Für den Stärketest. Girlie auch. Okay, ich bin ziemlich stolz, aber jetzt mittlerweile gerade auf meine Konstruktion schon mal. Also, wie man sieht, befestige ich hier gerade Reflektoren an meinem Gefährt. Damit das Ganze fett wird, braucht man einen fetten Kühlergrill, weil ohne fetten Kühlergrill ist auch keine fette Karre. Damit auch jeder versteht, was für ein Geniestreich das hier ist mit meiner Turbo-Nitro-Box, Cola Light, kommt hier noch das Genie-Logo dazu. Hier habe ich auf jeden Fall eine heftige Front für meinen Wagen. Die baue ich jetzt auf jeden Fall mal hier vorne hin. Der hat einen roten Iro, der Affe, weil er cool ist. Felgen sind das Wichtigste. Wenn die Felgen nicht dick sind und groß, kann man eigentlich gleich wieder einpacken und nach Hause gehen. Was tut das gerade? Nö. Ich habe gerade beschlossen, ich brauche unten noch so eine Unterbodenbeleuchtung. Was für eine Funktion hat der Luftballon? Das ist das Airbag. Ich finde diese Barbie ja eigentlich ganz hübsch, aber die Haare gefallen mir besser als der Rest. Deshalb trenne ich die einfach mal kurz davon. Wie die jetzt aussieht. Aber auf jeden Fall wird meinem Tiger diese Frisur auf jeden Fall viel besser stehen. 5, 4, 3, 2, 1 und Hände weg! Geil, Alter, gerade noch hinbekommen. Nice! Hände weg! Und ein Meter Pumpe! Also, als allererstes darf ich vorstellen, warum mein Auto denn das Beste ist. Von der Sonne ausgebleichten, vintage-lookmäßigen, zweifarbigen Lack. Einfach weil ich finde, dass es ästhetisch zu diesem Automodell am besten passt. Das führt mich jetzt auch schon zum Thema Sicherheit bei diesem Auto. Ein Airbag, weil Sicherheit geht vor. Wenn der Fahrer hier, der ist ja ganz süßer Fahrer. Und wenn er sich, wir wollen nicht, dass er sich verletzt, wenn er einen Unfall baut. Deswegen gibt es einen Airbag, wo er mit seinem Kopf voll rein. Für die Sportlichkeit haben wir vorne einen sehr fetten Kühlergrill. Der Totenkopf steht einfach nochmal für Geschwindigkeit und für leg dich mit mir verdammt nochmal nicht an. Man macht den Deckel der Kohle auf, setzt die Mentos rein und der Nitro-Antrieb ist eingeschaltet. Mir geht es bei diesem Gefährt einfach nur um das Prestige. Es geht um die reine Ästhetik. Wir haben hier vorne einen ultimativen Frontbumper, der die krasse Stärke dieses Gefährts beweist. Dann haben wir zwei funktionale Leuchten, die auch noch weiter die Ästhetik überwerten lassen. Und dann haben wir natürlich, weil Präsentation natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ein unglaublich schönes Model arrangiert. Und dann haben wir aber auch noch einen weißen Schneeleopard obendrauf. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Und dann auch noch mit der Frisur, die ursprünglich auf Barbies Kopf war. Macht euch euer eigenes Bild, aber letztendlich sind alle anderen Chancen los. Ganz ehrlich, die Jungs haben gegen mich doch keine Chance. Ich habe hier eine echte Designerkarre, ja. Also hier habe ich so ein bisschen Stella McCartney reingebracht, hier so ein bisschen Karl Lagerfeld. Wir haben hier einmal einen Getränkehalter, kann man immer brauchen. Ein super modernes Airbag. Es ist ein modernes Lady Batmobil. Wir haben hier Bad Duck. Hier hinten Hochindustriemotor. Ich habe hier Chromfelgen in modernem Waldgrün. Ich sag's euch, Leute, das ist der Shit. Und wer nicht mit dieser Karre fahren will,
der verpasst einfach was. Ich habe nicht nur Rücklicht, ich habe auch noch Unterbodenbeleuchtung. Ist das nicht krass? Hallo. Ist das nicht nice? Das wird ziemlich geil aussehen in der Nacht. Ich sag euch das. Kauft meine Karre. Danke. Ich bin raus. Wir fangen ganz am Anfang an hier. Simon hatte eindeutig die Opferrolle in diesem Spiel. Deswegen kriegt er auch einen Punkt Opferbonus. Da muss ich jetzt aber leider sagen, dass er einen halben Punkt wieder abgezogen bekommt, weil er Hannah ganz krass am Anfang behindert hat mit der pinken Ente. Deswegen kriegt Hannah den halben Punkt zugeschrieben. Ich finde bei Nils die Details ganz süß. Ja, der Fahrer, weil Nils ist auch mega cool, also diese Irokesenhülle, das ist auf jeden Fall die neueste Mode, würde ich sagen. Er ist auch angeschnallt, das finde ich sehr wichtig, Safety First und sowas. Anna, würde ich sagen, hat alles verbaut, was man verbauen kann. Sie hat einmal hier den krassen Airbag, einen Getränkehalter, falls man mal Durst bekommt. Das Girly-Auto hat auf jeden Fall die meisten Kriterien erfüllt. Deswegen würde ich sagen, meine Tendenz geht zu Hannas Karre. Die Tendenz heißt nicht, dass Hannah gewonnen hat. Denn jetzt kommt der Fahrtest. Das wäre der Versuch. Ich hatte mit ein bisschen mehr gerechnet, aber... Ich muss richtig schnell sein. Okay. Ja, Leute. Wie ihr wisst, habe ich ja komplett auf Design und Prestige gesetzt. Und da Annika leider vielleicht meinen Geschmack nicht mochte, oder irgendwas sonst nicht so toll an dem Auto fand, kommt es jetzt nur noch auf die Fahreigenschaften an. Und ich muss leider zugeben, dass ich komplett vergessen habe, mich um den Antrieb zu kümmern. Das heißt, das Ding hat einfach mal keinen Antrieb. Die beiden hatten ja jeweils eine dicke Nitro-Packung am Start, die dann wirklich sehr weit befördert hat. Ich würde sagen, mindestens 2 bzw. 3 Meter. Und ich kann bei mir gerade definitiv irgendwie keinen Weg sehen, wie das Ding weit kommen soll. Deshalb glaube ich, ich improvisiere einfach mal. Hat irgendwie doch geklappt. Ja, ich würde sagen, eindeutiges Ergebnis. Simon ist am weitesten gekommen. Simon hat gewonnen. Hey! Yeah. Also schon wirklich, unsere Autos waren ja wirklich viel. Was ist mit Safety First? Das Ding ist, eigentlich sind alle eure Autos kacke. Wir fahren jetzt einfach mit meinem nach Hause. Ja. Das Einzige, was krasser ist als dieser Slowrider selbst, sind die Videos, wie er gebaut wurde. Und die könnt ihr jetzt hier genau angucken. Falls ihr mehr Videos von uns als Crew sehen wollt, klickt hier nach dort drüben. Da sind weitere Videos verlinkt. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Annikas Kanal findet ihr in der Infobox. Da fahren wir jetzt auch hin. Let's go. Und räumen wir die ganzen Bierbänke ab.